Hechtsheimer Straße, also um alle Bedenken vorzubeugen. Es sind keine Personen mehr in dem Linienbus drin, keine Personen mehr in der Höhe. Es sind drei leicht Verletzte. Die Feuerwehr hat mittlerweile mit einem LKW den Linienbus gesichert an einem Seil. Das Ganze befindet sich auf der Autobahn, die über die Autobahn geht, von der Hechtsheimer mich versteht. Ich habe gerade gehört, einige verstehen mich nicht. In dem Bus keine Personen mehr. Es waren drei Leichtverletzte bei diesem Unfall, aber in dem Bus sind zurzeit keine Verletzten mehr. Und keine Personen mehr in dem Bus. Ja, drei Leichtverletzte. Wird von den Stadtwerken selbst übernommen. Insofern wird es auch wohl noch ein Weilchen dauern, bis hier ein Kran vor Ort ist, um den Linienbus zu bergen. In dem Linienbus befindet sich keine Person mehr. Es waren drei Leichtverletzte. Das Ganze hat stattgefunden auf der Hechtsheimer Straße Richtung Karl und Tugel.